Ja, wollen Sie mich was fragen, Frau Krusenbaum? Ja, Herr Nüllenkötter, Sie haben da jetzt einen ganz langen Monolog. Ich weiß, Sie haben sich wahrscheinlich viel Mühe gegeben, das alles irgendwo zusammenzutragen. Aber könnten Sie uns... Herr Nüllenkötter, wir kommen beide aus dem Ruhrpott. Sagen Sie das jetzt mal für einen Ruhrpott-Malocher in ganz klaren, deutlichen Worten. Was ist Ihre Vision? Feierabend. Ein paar deutliche, klare Sätze. Ruhrpott-Sätze. Ja, Feierabend, haben Sie schon gesagt. Meine Vision ist Feierabend. Er muss sich gar nicht so abstrampeln hier mit ein Phänomen bekämpfen wollen oder darauf hinweisen wollen, nicht wahr? Er nimmt das Deckblättchen. Das ist so wie ein Herbstblatt, was auf einem Haufen voller Scheiße ist. Und er guckt, sagt an, guckt mal dieses dreckige Herbstblatt da oben. Okay. Und den Haufen Scheiße selber, den will er nicht ansehen. Wenn er wüsste, was hier eigentlich gespielt wird, nicht wahr? Dann würde er sich damit nicht mehr befassen. Also Sie finden das unsinnig, was er macht? Nein, ich finde es nicht unsinnig. Ich finde es bloß... Ich finde es schade, dass er sich verbraucht. Weil er meint, er weiß das alles. Aber in Wirklichkeit hat er keine Ahnung, dass die Zustände noch viel schlimmer sind. Dass die Scheiße am Dampfen ist bis oben hin. Ja, dann sagen Sie ihm das auch so und nicht von... Ich soll doch nicht schreien. In dem Fall dürfen Sie schreien. Vielleicht können Sie ja noch ein paar Gemeinsamkeiten mit ihm entdecken. Ich meine, Sie können ihm ja sagen, dass er nichts ausrichtet mit seinen Regenbürgen von der Kindergruppe. Hab ich ja. Das dürfen Sie ihm auch alles sagen. Ja, was aber dann geben Sie ihm auch die Chance, Ihnen was dazu zu sagen. Aber machen Sie da nicht so einen riesen Monolog Was wollen Sie denn noch dagegen unternehmen? Glauben Sie mir, ich kenne mich aus mit dem Wirtschaftsboom als solches. Ach so, ist ja interessant. Und was? Die mit ihren Kinkerlitzchen da. So, erzählen Sie mal. Erzählen Sie uns mal, was ich nicht weiß. Mann, oh Mann. Schon liegen die Pläne für mehrstöckige Tierfabriken in den Schubläden meiner ehemaligen Finanzkollegen. Tja! Ach, Sie mögen sie wohl nicht. Nein, ich mag sie nicht mehr. Können Sie ja ruhig wissen. Aber gut, ich habe auch eine Prophezeiung, wie es ausgesehen hat vor dem großen Knall. Reproduktionsmedizin, das ganze Programm. Hören Sie doch auf, wenn Sie schon die... Sie meckern hier rum, weil man ein paar Puten klont. Ihre Mitspezien, die sind doch schon lange am Rumschnipseln an der Schöpfung ihrer eigenen zweibeinigen Spezien, weil sie die Macht übernehmen wollen. Geht doch hier um Puten. Die Leute ein gutes Gewissen haben, dass sie ein bisschen Bio fressen. In Wirklichkeit werden sie selber gefressen, auf Raten. Was glauben Sie denn, wenn den Leuten ein Handyvertrag für 9,99 nachgeschmissen wird, die Leute sich freuen? Die werden verbraten. Jedes Jahr müssen die so und so viel abdrücken. Jedes Jahr müssen sie ein bisschen mehr von ihrer Zeit abdrücken. Jedes Mal müssen sie ein bisschen mehr von ihrem Leben abdrücken. Sie verkaufen ihr Leben. Verstehen Sie? Das Leben gut führen und Bio. Meine Güte, Sie haben Ihr Leben selbst verkauft. Verramscht an die Matrix. Jeder glaubt, er ist frei. Aber jeder sagt, ich habe keine Zeit, ich muss arbeiten. Weil er seine Zeit verkauft hat an die Matrix. Begreifen Sie das jetzt? Es geht hier nicht um diese Kinkerlitzchen. Also ist alles umsonst. Was ich hier gemacht habe. Es war umsonst. Was würden Sie denn machen in meiner Situation? Anständig auf die Kacke hauen. Was meinen Sie damit? Ich weiß es nicht. Eben. Und wenn Sie sagen, wenn man vier Möglichkeiten hätte als humanoiden Existenz, was meinen Sie damit? Ich weiß es ja nicht mehr. Warum wissen Sie das nicht mehr? Es ist schon so lange her, wo ich Mensch war.
Was machen wir jetzt? Was fragen Sie denn einen Schaumstoffklotz? Ich bin doch aus gottverdammten Schaumstoff, das wissen Sie doch. Sie spalten sich auf in diese ganzen Figuren, weil Sie selbst meinen, Sie hätten keine Möglichkeiten. Schauen Sie mal an, wie Sie sich aussehen. Wunderbar sehen Sie aus in Ihrer Tracht. Aber das gönnen Sie sich nur, wenn Sie ein gottverdammter Puppenspieler sind.